Auf dem Automobilsalon in Genf wurde der Ferrari Dino im Jahr 1966 vorgestellt. Um den spritzigen V6-Motor, der ursprünglich für den Rennsport konstruiert und gebaut worden war, zu homologieren, musste Ferrari mindestens 500 Straßenfahrzeuge in Produktion geben. In Kooperation mit Fiat entstand deshalb die Kleinserie des Sportwagens Typ Dino 206S. Der Name Dino stammt von Enzo Ferrari in Andenken an seinen früh verstorbenen Sohn. Ab 1971 wurde die Spider-Version gebaut. Die Produktionszahl betrug nur 1274 Exemplare, was den Wagen heute zu einem seltenen Oldtimer macht. Mit seinen 2418 Kubik erreicht der Ferrari Dino eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km pro Stunde und ist dabei in 7,6 Sekunden auf 100 beschleunigt. Mit dieser Serie an kleinen Sportwagen, dem 206 und dem 246, setzte Ferrari Akzente in eine neue Richtung. Sie waren preisgünstiger als die bisherigen Ferraris und konnten es so mit Porsche und ähnlichen Konkurrenten aufnehmen. Der Spider war schwerer als das Ferrari Dino Coupé. Der Grund dafür waren die erhöhten Versteifungen und die eingesetzte Ganzstahlkarosserie, die auf einem Rohrrahmen aufgebaut wurde. Weichgeschwungene Linien zeichnen die Seitenlinie des 246er Modells. Alle Räder sind einzeln aufgehängt, wodurch der Dino eine sportliche Straßenlage erhält. Besonders in Kurven zeigt sich die herausragende Technik. Vorne doppelte Querlenker mit Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisatoren. Der Mittelmotor ist wie im Rennsport quer eingebaut. Der Wagen hatte einen Graugussmotorblock anstelle des Alublocks. Auch im Innenraum ist die sportliche Herkunft nicht zu verleugnen. Tiefliegende Schalensitze und ein handliches Lenkrad unterstreichen das Gefühl der Geschwindigkeit. Frischluft gibt es über das abnehmbare Targa-Dach. Aufgrund der großen Beliebtheit der GTS-Modelle ist der Markt praktisch leer gekauft. Und folglich ist es schwer, einen dieser begehrten Oldtimer zu finden. Ein gut erhaltenes Exemplar wird derzeit mit mehreren 100.000 Euro gehandelt.